Hallo Pferdefreunde, da bin ich heute wieder für euch mit einem neuen Video und zwar geht es mal wieder um ein Reitpad. Das hatten sich von euch jemand gewünscht, das ist ja das Modell von Stone Deek, wobei sich diese Pads tatsächlich im Großen und Ganzen nicht viel geben. Die gibt es in verschiedenen Farben, also entweder mit Streifen oder einfarbig. Der Oberstoff ist in der Regel aus einem Baumwoll-Kunstfaser-Mischgewebe. Unten drunter ist ein Kunstfell, also ein Kordellfell. Und in der Mitte, das kann man hier schön sehen, weil das praktischerweise ein Loch hat, ist so eine 2 cm dicke mittelweiche oder mittelharte Schaumstoffeinlage. Dieses Reitpad liegt preislich bei zwischen 130 und 150 Euro. Und wie ihr sehen könnt, läuft halt hier die Gurtung quasi mitten oben drüber und es ist auch nicht wirklich anatomisch geformt, sondern es ist relativ gerade. Das heißt, wie ihr sehen könnt, ist selbst das Größe Warmblut, das ist selbst für Shannon eigentlich schon sehr abdeckend. Ja? Also es gibt es halt auch noch in Größe Pony und selbst als Großpferdereiter kann man sich durchaus mit der Größe Pony auch manchmal behelfen. Das muss man dann mal ausprobieren. Es ist nicht schlimm, wenn das zu lang ist. Es ist ja hinten weich. Das heißt, es scheuert nicht und es trägt kein Gewicht, sondern das Gewicht ist tatsächlich da, wo der Reiter sitzt. Jetzt muss man schauen bei dieser Gurtung, die oben drüber läuft, dass sie nicht zu weit vorne liegt. Sondern sie soll ja hinter dem Widerriss bleiben. Ja, ihr könnt also sehen, dass das Gewicht des Reiters dann tendenziell, wenn man ein Pferd mit sehr hohem Widerriss hat, Shannons Widerriss ist ja jetzt eher normal ausgeprägt, aber mit einem sehr hohen Widerriss, der sehr weit reinragt, muss man das Ding relativ weit hinten gurten. Das zieht dann hier vorne schräg runter, das heißt, die Gurtung drückt von hinten hinter den Widerriss, plus der Reiter sitzt halt ein kleines bisschen hinter dem Schwerpunkt. Das heißt, wenn ich ein Pferd habe mit einem sehr hohen Widerriss, sollte ich vielleicht doch lieber ein Modell wählen, was tatsächlich auch für Pferde mit hohem Widerriss geformt ist. Das gibt es ja tatsächlich auch. So, wie ihr seht, sind hier Ringe dran, um Steigbügel festzumachen. Das müssen dann sehr, sehr kurze Bügelringe sein. Und es macht halt auch einfach wenig Sinn. Denn auch das Gewicht, was in die Steigbügel kommt, geht halt direkt auf die Wirbelsäule und wird in keinster Weise irgendwie abgepuffert. Also wenn ich dann ein Pferd habe, wo die Wirbelsäule oben ein bisschen rausragt, drückt das halt von oben auf die Dornfortsätze. Insofern ist das für Reiten mit Steigbügel eigentlich auch nicht geeignet. Die Strippen hier sind aus doppelgelegten Nylon. Es gibt halt auch welche, die sind dann mit Kunstleder hinterlegt oder mit richtigen Leder hinterlegt oder sind aus Biotane. Das ist dann herstellerabhängig. Vom Reiten her ist es tatsächlich sehr bequem, also das ist sehr, sehr weich und ihr seht, ich kann hier meine Hand schön einsinken lassen. Das heißt, ich sitze tatsächlich darauf wie auf einem Kissen. Ich sink da ganz bequem ein und hinten und vorne rahmt mich dann dieses Pad so ein bisschen ein und auch hier dieser Gurt, der stört nicht unterm Sitz. Natürlich liegen die Beine wie bei allen Reitpads ein bisschen weiter vorne, also ich sitze tendenziell im Stuhlsitz und wenn ich ein breites Pferd habe, sitze ich halt noch ein bisschen mehr mit den Beinen vorne. Das heißt also, schmaler Reiter, breites Pferd, Trabgalopp, muss man sich gut festhalten. Ansonsten ist das halt dazu geeignet, um mal eine Runde durchs Gelände zu reiten. Oder wenn man halt leichter Reiter, gut bemuskeltes Pferd, da kann man es dann halt auch mal für längere Ritte benutzen. Zum dauerhaften Einsatz ist es halt nicht gedacht. Aber auch hier muss ich sagen, also gut bemuskeltes Pferd, sehr leichter Reiter, keine Steigbügel, könnte auch das tatsächlich auf Dauer funktionieren. Man kann damit auch ein bisschen auf dem Reitplatz reiten, wenn man möchte, so gut wie das halt geht, aber auch hier wiederum, wer ernsthafte Dressurarbeiten machen möchte, der kann sich lieber mit einem anderen Reitpad behelfen. Ansonsten ist das fürs Preis-Leistungs-Verhältnis eine ordentliche Sache. Mal für mal gemütlich um den Block zu reiten, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will oder vielleicht auch, wenn man kleinere Kinder hat. Also im Grunde ist es nichts anderes als einfach ein dickes Western-Pad mit einem Gurt drum, nur dass der Gurt hier halt festgenäht ist, sodass es halt nicht so gut verrutschen kann.
Wenn ihr jetzt sagt, das ist für mich eigentlich so ein kleines bisschen zu wenig, ich möchte lieber ein bisschen mehr Halt haben oder vielleicht auch mit Steigbügeln oder vielleicht auch einen richtigen baumlosen Sattel, dann schaut euch gerne meine anderen Videos an. Da ist für jeden etwas dabei. Ich freue mich auf euch.